Ihr sucht ein richtig geiles Gericht. Ihr sucht im Funstopf. Im Funstopf, wie meine Oma oder meine Mama gemacht hat. Dann seid ihr genau richtig. Wir machen ja heute einen Funstopf, aber jetzt fangen wir mit den ganzen Zutaten an. Wir haben hier einmal, das sind 4 kleine Zwiebeln oder eben 2 Metzgerzwiebeln, wo die nehmen, klein geschnitten, also schon in Würfel. Dann haben wir hier 2 süße Sahne, 2 Dosen kleine stückige Tomaten oder eben eine große Dose stückige Tomaten. Dann haben wir hier Bauchspeck geräuchert, circa 200 Gramm, 250 sowas. Dann haben wir Rindergulasch, 200 Gramm. Schweinegulasch, also das Verhältnis bleibt eigentlich immer gleich, also wenn, nimmt er immer gleich hier. Dann hier haben wir eine polnische Wurst, die habe ich schon klein geschnitten. Also eine polnische Rohwurst, die schmeckt mega geil, auch so. Ihr könnt sie auch ganz drin lassen, also manche lassen die ganz drin. Ich mag sie einfach so, weil dann gibt es immer Streiterei wegen der Wurst. Und Papa will halt immer 2 essen und die Kinder mal bloß eine, aber dann sind halt bloß 4 drin. Kacke. Und so kriegt jeder ein Stück. Hier haben wir dann 2 Paprika. Einmal orange und einmal rot, also aus dem Grund, meine Lieben wollen keine grünen, von da wurden dann grünen drin sein, spielt keine Rolle, also rot und orange, jeweils 2 Stück. Dann haben wir nur 2 Schaschliksoße, dann haben wir ein Gewürz, Salz und geräuchertes Paprikapulver. Ich mag einfach so ein bisschen den rauchigen Geschmack im Topf drin. Und Holzlöffel, versteht sich von selber, und Dutch Oven. Hier haben wir der 4,5, reicht wie immer, wie wir sagen, für unsere Familie dicke. Der wird unten verlinkt in der Infobox, da könnt ihr gucken, ob ihr ihn kaufen wollt oder nicht. Falls ihr habt. Der reicht für 4 Personen. Alles, was drüber hinausgeht, wird es echt eng. Der kauft leichter die Nummer größer. Und ich würde jetzt sagen, wir fangen an und es ist relativ simpel, das Rezept. Wir nehmen nämlich Dutch Oven. Hinten sind die Kohlen schon durchgeglüht. Da packen wir den drauf. Richtig brutale Hitze. Und das machen wir jetzt. Okay, jetzt denke ich, hoppa, haben wir Hitze. Jetzt fangen wir als allererstes mit unserem Speck an oder mit unserem geräucherten Wammerl, wie manche auch sagen, weil Fett gibt Fett ab und dann haben wir eine Grundlage zum Anbraten. Man sieht schon, wie es anfängt zum Glänzen da unten, das heißt, sofort wird das Fett ausgelassen und wir haben eine geile Grundlage. So, jetzt haben wir ein bisschen Fett drin. Natürlich darf man noch weiter ankrossen, anbraten. Jetzt fangen wir nämlich mit unserem Fleisch an. Nehmen wir jetzt unser Rindfleisch, packen wir rein. Nehmen das jetzt nach und nach, nicht alles, sondern das wird jetzt angebraten und kommt dann eben wieder raus. Es gibt jetzt nämlich auch noch Flüssigkeit ab. Aber ich wollte jetzt sagen, das ist jetzt okay, das können wir jetzt raustun mit dem Speck. Jetzt packen wir unsere Wurst dazu, unsere polnische, rohpolnische. Lassen die nur anbraten. Jetzt ist unser Schweinefleisch drin. Das ist jetzt unser letztes Fleisch, was wir jetzt anbraten müssen. Da können wir nämlich jetzt gleich auch die Zwiebeln dazu packen, weil das Fleisch bleibt jetzt auf jeden Fall drin. Also Zwiebeln, die werden natürlich auch noch angebraten, also mit dazu. So, alles schön vermengen und jetzt kommt der Duft. Hammer. So, und das lassen wir jetzt auch ein bisschen anbraten. Unsere Zwiebeln sind jetzt schön angebraten, unser Schweinegulasch auch und jetzt können wir alles wieder reinpacken. Jetzt kommt unser Speck mit unserem Rindfleisch rein. Unsere Wurst kommt rein und jetzt merkt ihr schon, nichts für Vegetarier. Jetzt rühren wir das Ganze einmal durch, weil der Dutch Oven kommt jetzt nach gleich an seine Grenzen, befürchte ich. Jetzt kommt unsere Paprika rein, das braten wir nicht an. Das kommt einfach so mit dazu. Jetzt packen wir schon mal eine Dose stückige Tomaten mit dazu. Und rühren das Ganze mal durch. Jetzt kommen unsere Schaschliksoßen dazu. So.
Ich würde jetzt sagen, wir machen die zweite Dose stückige Tomaten nicht dazu, aber dafür unsere Schlagsahne, die kommt schon drin. Oder unsere süße Sahne. Zwei Becher müssen sein. Die müssen einfach sein, da kommen wir nicht drum rum. So, und jetzt rühren wir das Ganze nochmal durch. Geil, oder? Sieht ja schon mega, mega geil aus. Hier haben wir jetzt unser Gericht und das darf jetzt circa für 2 Stunden, genau, ich habe es richtig gehört, 2 Stunden vor sich hinköcheln. Das heißt, wir wollen eine Temperatur circa von 200 Grad, der Deckel kommt drauf und die Kohlen werden jetzt verteilt. Ich mache jetzt oben mal 5-6 hin und unten so 4, das müsste eigentlich reichen, mehr nicht. Ich habe zu viel Kohlen gemacht, weil oft ist so, wenn man anbrät, dann braucht man einfach mehr Kohlen. Ob jetzt da 4 Kohlen mehr dabei sind, hat mich nicht gejuckt. Von daher kommen jetzt 6 Kohlen oben und das war's jetzt erstmal. Wir sehen uns in 2 Stunden wieder. Jetzt sind 2 Stunden rum. Jetzt würde ich sagen, wir schauen mal rein. Die Kohlen sind ziemlich verglüht. Was heißt ziemlich verglüht? Wir hätten jetzt sogar noch. Aber von der Hitze hat es genau passt. Also ich habe mal kontrolliert. Absolut. Mega geilen Deckelhebel. Muss man mal hervorheben. Von meinem Arbeitskollege hat das selber gemacht. Ein richtig geiles Teil. Es gibt so nichts zum Kaufen. Eine geile Länge. Mit einem richtig schönen Haken hinten dran und schönes Holz. Also wer solche Arbeitskollegen hat, ist einfach ein Traum. Vielen Dank nochmal dafür. Und vielleicht kriege ich auch von ihm auch irgendwann mal neue Schuhe geschickt, weil seine Frau beschwert sich immer mit meinen Schuhen. Aber ich finde die Schnicke, ihr merkt schon, die gehen auch bei kaltem Wetter und ich habe warme Füße. Also Crocs sind für alles gut. Ich würde aber trotzdem jetzt sagen, reinschauen. Sehr geil. Es blubbert. Richtig cool, ziemlich viel Flüssigkeit von hier dran. Ihr könnt jetzt auflassen und das werde ich jetzt tun. Ich lasse jetzt den Deckel einfach mal weg und lasse noch so eine Viertelstunde einfach die Flüssigkeit ein bisschen einreduzieren. Weil mir ist das jetzt ein bisschen zu viel Flüssigkeit einreduzieren lassen und eine viertelhalbe Stunde später sehen wir uns da wieder. Ich würde jetzt aber sagen, wir fangen an mit Würzen. Ich habe es mal kurz probiert und mir ist das zu wenig Bums. Also da kommt jetzt noch Paprikapulver mit dazu. Einen guten Schuss. Ein bisschen Salz. So, jetzt rühren wir das Ganze nochmal durch. Lassen das aufkochen, weil wenn wir jetzt probieren, bringt es mal gar nichts. Ich muss jetzt erstmal schön verkochen überall, dass das Gewürz überall durchzieht. Und dann würde ich auch sagen, wird die Konsistenz richtig gut. Man merkt schon, es verkocht jetzt, wird schon richtig sämig. So mag ich das richtig. Also so ist es echt gut. Viertelstunde, würde ich sagen, dann können wir schon probieren. Und jetzt ist es soweit. Halbe Stunde später, der Topf köchelt so schön vor sich hin und ist Zeit zum Verköstigen. Und jetzt würde ich sagen, wir holen hier runter von der Glut, stellen hier drauf und ihr merkt schon, alles voller Schnee. Es ist halt sehr kalt, aber egal, spielt keine Rolle. Nachwürzen, guck ich mal, ich habe vorher schon nachgewürzt, ob noch mal was rein muss. Diese Dose muss auf jeden Fall nicht rein, die nehmen wir wieder mit hoch, weil wir haben genug Flüssigkeit. Das ist jetzt richtig schön sämig, wie man sieht. Richtig, richtig geil. Aber was bleibt mir jetzt anders als zum Probieren? Schrecklich, aber es ist so, mit einem Löffel voller Schnee, naja. Gucken wir mal, jetzt ist gut. Jetzt schauen wir mal, ob wir genug erwischen. Also da ist er relativ fleischlastig. Ein Löffel voller Glück. Ich puste, weil ich verbrenne bei sowas immer der Mund. Ja. Genau richtig. So geil. Ist cremig und ihr merkt es mittlerweile, ich liebe das creamy Zeug, wenn es ein bisschen creamy ist. Es ist Fleisch drin ohne Ende und im Endeffekt nur Paprika und Zwiebel. Richtig geil. Durch die Sahne rundet ab, die 2 Becher Sahne braucht ihr unbedingt für den Geschmack und die 2 Gläser Schaschlikasoße auch. Ich würde jetzt keine scharfe nehmen, Schaschlikasoße, weil das
könnt ihr immer noch mit Gewürz nachwürzen. Ihr könnt Habaneros reinpacken, was ihr einfach wollt. Aber ihr wollt einfach den milden Geschmack von der Schaschliksoße lassen. Es ist ein Fertigprodukt, die Schaschliksoße. Gut, könnt man selber machen. Aber ein Pfundstopf soll schnell sein. Deswegen wird die auch gemacht. Richtig geiles Gericht. Ihr macht nach und kommentiert. Warum? Weil wenn ihr kommentiert, können wir sehen, ob es euch taugt oder nicht. Aber ich wollte jetzt sagen, ihr macht das, diesen Pfundstopf nach. Und dann sehen wir uns bald wieder, wenn sie da heißt. MG Barbecue und Peace and Ciao.